Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Pathfinder Kingmaker hier irgendwo bei diesem Dorf am Silberstufensee, wo angeblich ein Silberdrache irgendwie der Babbo ist und uns zum Chabo machen möchte. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Ja, aber es beschreibt am besten genau das, was hier abgeht. Was haben wir denn hier jetzt wiederum Schönes? Irgendeine unbekannte Kraft hat ganze Schwärme von Fischen an Land springen lassen. Einige der Fische sind bereits tot. Andere zucken noch, ihre Augen quellen hervor, ihre Mäuler öffnen und schließen sich stumm wie aus Verzweiflung oder Entsetzen. We do it my way. Ja, und die Viecher hier, die hier rumlaufen, sind auch nicht gerade unbedingt sehr viel sympathischer. I'm losing my temper. Ja, komm schon. Haben wir uns hier diese Burschen hier. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich als nächstes den selektiven Feuerball nehmen werde für solche Aktionen. Der wäre wirklich mega gut. Tot. Hat sich ausgetatzelt, ihr Würmer. Ach, das sind die Fische. Ich kann jetzt hier einen Fisch aus dem Silberstufensee nehmen. Okay. This requires your attention. Und da ist nochmal so ein Geschenk der Triade. Das wird diese Höhle sein, über die man geredet hat. Und hier ist nochmal irgendeine unbekannte Kraft, hat ganze Schwärme von Fischen an Land springen lassen. Ja, das hatten wir ja schon. Okay. Wir haben alles schon durchsucht. Es gibt nur noch diese Höhle. Speichern und rein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schnell! Was war denn das gerade? Achso, das war einfach nur erkennen. Das war gar keine Falle. Warum machen die das so? Hm? Jetzt. Das war komisch. Ach, jetzt ist Schweindel da. Also irgendwas ist mit Schweindel komisch. Wo sind diese Räuber? Auf jeden Fall haben sie ein paar Schätze hier. Oder Ausrüstung. Was ist dieses Höhlennetz nicht so groß? Bei Dungeons and Dragons waren das bis jetzt eben relativ wenig Dungeons and Dragons. Insgesamt so. Ja. Jede Menge Tant. I did as you asked. Das war der große Banditenschatz, nehme ich mal an. We do it my way. Da ist nochmal irgendwas Kistiges. Okidoki. Und da haben wir... Diese Boote wurden offenbar erst kürzlich in Land gezogen. Es liegen Haken, Netze und andere Werkzeuge darin, mit denen man etwas aus dem Wasser ziehen kann. Oh Mann, mich würde es nicht wundern, wenn am Ende die ganze Geschichte mit dem Ivar irgendwie alles erstunken und erlogen ist. Dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Jetzt haben wir noch überhaupt keine Anhaltspunkte über die Wahrheit. Hey, das sind ja Leute. Ich will verdammt sein, dieses Monster ist schon wieder. Okay. Nein, das sind neue Fremde. Ich wette, sie wollen unsere Beute stehlen. Zu spät. Die legen sich mit den Falschen an. Ich hab doch eure Beute schon. Face me if you dare. Ja. Oh, den Nekromanten, den machen wir doch gleich mal als allererstes platt, würde ich mal sagen. Wie immer auf ihn. Er geht ein paar Schritte vor. So. Der Nekro ist schon selber sehr, sehr Nekro. So, der Bandit hat auch gleich hinter sich. Ja, und damit wipe die gegnerische Bande. Alles klar. Und das? Peter der Zypressenkönigin, okay. Er hat einen Kompositbogen, okay. Was ist das? Ach Gott. Das ist diese Kiste, oder? Der Sarkophag.
Pakete und Kisten mit verschiedenen Waren haben wohl unterschiedlichen Händlern gehört, bevor sie hierher kamen. Viele davon sind voller Blutflecken. Oh Gott, was für Schurken. Aha. Das ist ein Silberaal. Leichte Armbrust. Kann man mitnehmen. Kompositbogen lang. Kurz. Meisterliches Schwert. Das da. Done and done. Irgendeine Art Krummsäbel. Erste Magierwaffe, was? 3 bis 8. Krummsäbel plus 2. Ein Rapier plus 1. Habe ich eigentlich schon mal eine Waffenspezialisierung auf Rapiere gegeben? Ich weiß es. Ja, jetzt sind wir hier. Wir haben diesen komischen Sarkophag vor uns. Muss garantiert ganz hässlich werden. Wasser und Schlick tropfen noch immer von diesem riesigen Steinblock, der offenbar kürzlich aus dem See gehoben wurde. Bei näherer Betrachtung sieht er aus wie eine riesige Truhe oder ein Sarkophag. Auf einer Seite ist ein Symbol eingraviert, ein Schädel mit nur einer Augenhöhle, die mit einer Münze bedeckt ist. Erstmal Wissen, Religion. Erfolgreich. Die Gravur auf der Seite des Sarkophags ähnelt dem Symbol von Charon, dem Reiter des Todes. Aber Charons Symbol hat für gewöhnlich zwei Augenhöhlen, jeweils mit einer Münze bedeckt. Dieses Symbol hier jedoch nur eine. Ansonsten kannst du nichts an dem Sarkophag erkennen, außer dass er uralt ist. Machen wir mal Magieorten. Die Gegenwart von Magie ist hier eindeutig zu spüren. Mächtige nekromantische Energien liegen in der Luft. Du kannst allerdings nicht erkennen, welche Zauber genau hier wirken. Wissen Arcanum oder Athletik? Ne, erstmal Wissen Arcanum. Erfolgreich. Du weißt nicht, woher der Sarkophag gekommen ist. Du verstehst aber genug von Magie, um zu wissen, dass es einen leichten Weg geben muss, ihn zu öffnen. Du experimentierst in verschiedenen Kombinationen mit den Gravuren und stellst fest, dass sich der Deckel zur Seite schiebt, wenn du die Hand auf den Deckel legst und mit den Fingern gegen das Schädelsymbol drückst. Dein Triumph ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn als der Deckel sich öffnet, hörst du, wie sich etwas Riesiges in dem Sarkophag regt. Es ertönt ein rasselndes Pfeifen, als würde Luft durch einen undichten Blasebalg gedrückt werden. Um Fleischfletzen fliegen aus dem Sarkophag. Was auch immer darin liegt, ist riesig, wütend und kein bisschen tot. Ich hab's gefürchtet. Oh Gott, ein riesiger... Oh, 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 oh. Fire Superior! Ein Zombie... Gemon, Zyklop und all die anderen Dinge hier... Das ist jetzt sehr ungünstig für uns. Möchte ich jetzt hier mal betonen. Ogre Otto hat jetzt schon Furcht. Super. Wir haben alle Furcht, bis auf er. Er ist erschüttert. Ja, rennt erstmal alle raus. Auch du, Ekundayu. Auch du, Ekundayu. Alle mal hier sammeln. I'll try to make this swift. So it's come to this. Diese Zombies jetzt hier mal erstmal vernichten. Macht sie da hinten? Ja, sie wird gegen diesen Zombie höchstwahrscheinlich klarkommen. Wie lange ist denn diese Furcht noch? Noch eine Minute, wollt ihr mich verarschen? Was? Christian stirbt. Ja, nee, ist klar. Och nee, okay, wir müssen es anders machen. Ey, das ist ja mal eine miese Nummer, ey. Boah, wie gemein ist das denn? Wisst ihr, dann ist gleich eine Minute Furcht drauf. Eine Minute. La 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 la. Wen lasse ich das machen? Sie. Was war denn das? Ich habe gerade irgendwas entdeckt. Battles await. Stapel Notiz. Erste Nachricht, ich werde nicht zu laut sprechen. Der Boss würde mich vierteilen, aber ich denke, es wird Zeit weiterzuziehen. Der Silberstufensee ist verflucht. Erst gestern habe ich ein Boot auf dem See gesehen. Ein großes mit einem Riesensegel und es waren ein paar Männer an Bord, die um die große Kiste und die Truhe herumstanden. Plötzlich reißt der Steuermann das Ruder herum und lenkt das Boot gegen den Felsen. Das war an den Klippen nicht weit von unserer Höhle. Die Leute sind rausgesprungen und wollten ans Ufer schwimmen, aber sie sind einfach lautlos untergegangen.
Einer war so nah, dass ich sein Gesicht sehen konnte. Eine Fratze des Grauens, unbeschreiblich, hat irgendwas von Charon gerufen, ist bleich geworden und wie die anderen untergegangen. Er war einfach weg. Klar, es gibt hier eine Menge Monster, aber das war etwas anderes. Ich vertraue meinen Instinkten und die rufen mir zu, dass wir von hier verschwinden müssen, sonst werden wir alle sterben. Zweite Nachricht. Hör auf zu jammern, Mann. Ein Boot geht unter und du sagst, wir sollen verschwinden. Ich sage, wir sehen uns das an. Vielleicht ist was Wertvolles in dem Wrack. Dritte Nachricht. Toll gemacht, wirklich toll. Das Boot hat von dem... Was? Der Boss hat von dem Boot in der Kiste erfahren und redet nur noch davon, den Schatz zu heben. Er wird die anderen danach suchen lassen, mit Haken im See herumstochern. Noch dazu nachts, damit die Dorfbewohner nichts merken. Ich ahne, wer der Boss ist. Ich sage dir, das kann nicht gut enden. Dieser Wald ist unheimlich und nachts ist es noch schlimmer. Vorgestern war ich auf dem Weg zurück zur Höhle, als ich hinter mir ein Geräusch hörte. Als ich mich umdrehte, haben mich zwei leuchtende Augen aus dem Wald angestarrt. Stell das mal vor. Der Tannenhain im Dunkeln und nur zwei glühende Kohlen in der Nacht. Ich weiß nicht, was es war und ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin einfach nur froh, dass es sofort wieder verschwunden ist. Vierte Nachricht. Während du damit beschäftigt warst, dir wegen dieses Wolfs oder verirrten Kätzchens in die Hose zu machen, habe ich die Kiste gefunden. Sie liegt mit dem ganzen Schatz am Grund des Sees und nicht mal weit weg vom Ufer. Morgen holen wir sie hoch. Fünfte Nachricht. Meinst du das ernst? Ich schwöre dir, wenn wir nicht von hier verschwinden, bevor die Kiste aus dem Wasser geholt wird, passiert etwas Schreckliches. Sechste Nachricht. Das Monster, das die Höhle angegriffen hat, war wirklich unheimlich, das gebe ich zu. Aber wir haben es ihm gezeigt, oder nicht? Und als der Boss es in Brand gesteckt hat, ist es abgehauen, oder nicht? Hat zwar so laut geheult, dass ich dachte, mir platzt der Schädel, aber uns ist nichts passiert. Nein, ich glaube, ich bleibe. Ich wette, in dieser Kiste ist ein Schatz. Und was ein Monster und die Ertrunken angeht, ja, in unserem Beruf muss man eben Risiken eingehen. Siebte Nachricht, es gibt Risiken. Und es gibt das, was hier vor sich geht, was auch immer das ist. Nein, wenn der Boss die Kiste bergen will, verschwinde ich. Macht's gut, altes Haus. Ich lebe, das Leben ist lang. Vielleicht begegnen wir uns ja eines Tages wieder. Okay. Ich bin gerade immer im Überlegen, warum ist Tristan... Hä? Confide in me. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? What the heck is going on here? Ey, ganz im Ernst, also ich verstehe manchmal nicht, wie die einfach so verschwinden. Das ist der nervigste Bug am ganzen Spiel. Wie deine Leute teilweise einfach aus der Gruppe sich lösen, ohne Vorwarnung. Warum ist Tristan jetzt hier einfach spontan verschwunden? So, wir haben den Scheiß jetzt hier gelesen. Und ich wollte gerade eben gucken, ob wir irgendetwas haben, um Furcht zu verhindern. Macht ein Schild des Glaubens. Ja, es macht wirklich nur sowas hier. Segen, wir haben doch sicherlich irgendwelche Dinge, irgendwelche Zauber. Verderben, göttliche Macht. Helfen. Trefferpunkte. Schriftrolle segnen. Schockgriff. Welche Strahl? Also ich glaube, ich habe tatsächlich nichts dergleichen, oder? Was tatsächlich ein Problem darstellt. Wir machen es folgendermaßen. Geh alleine da vorne hin. Hoffe, dass meine Leute mich nicht hier im Stich lassen. Mache jetzt alles mal das da. Und jetzt machen wir das. Und jetzt das. Und jetzt wird's hässlich. Und jetzt renne ich mal besser zurück. Ihr macht euch hier auf das Schlimmste gefasst. Ja. Okay. Wir kommen da nicht mal raus.
Warum ist die Sau jetzt da? Das ist nicht so gut hier gerade eben. Och nö, wisst ihr? Das nervt mich jetzt gerade eben. Das Problem ist halt, dass, so wie es aussieht, auf jeden Fall jemand sterben wird. Wenn es dumm läuft. Warum ist jetzt plötzlich auch meine Sau wieder da? Das ist so buggy. Kann ich nicht irgendetwas machen, um diesen Bruchdefekt... Warte mal, ich mache jetzt erstmal hier Segen an. Okay, Segen ist jetzt an. Gucken wir mal da rein, haben wir nicht doch noch irgendwas? Verzweiflung, ja, ich bin auch verzweifelt. Göttliche Macht, überhaupt nichts. Helfen, Angriffs, nee, bringt alles nix. Let's move already. Also gut, wir sind Religion, wir sind Arcanum und sterben. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann lassen wir es. To victory. Davon rennen. Das war schon mal sehr gut. Wir haben die meisten nämlich noch. So, wir haben tatsächlich jetzt hier noch die meisten am Start. Okay, dann wollen wir doch mal ganz, ganz kurz mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwie was haben, was Spaß machen könnte. Das ist jetzt hier unser Feuerball. Den will ich damals mal drauf brezeln. Und ihr, meine Damen und Herren, macht jetzt mal nix. So, den machen wir jetzt hier mehrfach da rein. Das war schon mal gar nicht so schlecht, wenn wir ehrlich sind. Wir können jetzt ja auch gleich noch hier die positive Energie fokussieren und Tote verletzen. Warte mal, hatte ich da nicht irgendwie ein Gerät, was das verstärken konnte? Das habe ich bestimmt verkauft, ne? Natürlich habe ich das verkauft, na gut. Wie lange brauchen wir, um das nochmal zu machen? Zu lange für meinen Geschmack. Ich muss nochmal hier ein bisschen zurück. Machen wir das Ganze jetzt schnell nochmal. Und jetzt greift den Dicken mal an. Ihr habt meine Erlaubnis, hier so richtig schön loszulegen, Leute. Ja. Ich glaube, die Dingensviecher sind schon längst erledigt. Kannst du ihn irgendwie schwächen mit diesem Ding hier? Ja. Oh, er ist schon tot. Das war ja einfach. Einfach so eine Fellrüstung und Krummsäbelmeisterarbeit. Witzig. Also gestorben ist er schnell. Kämpft da immer noch gegen so ein paar Zombies. Währenddessen sie immer noch Angst hat. Entschuldigung, aber es ist witzig. Eieieiei. Also gut, ich habe jetzt Kontrolle über Valerie wieder, aber sie hat immer noch Angst. Okay, ich speichere das. Juhu, wir haben es geschafft. Ja, was machen wir jetzt damit? Es ist tot. Ich möchte wissen, wie viele Punkte der gegeben hat. Wo steht denn das? Haben die Zombies? Muss er mehr gegeben haben. Wo ist er denn da? Was? 36! Wollt ihr mich verarschen für dieses Monster, das mich hat dreimal wipen lassen, gibt 36 XP. Also, jetzt im Ernst. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, Fairness, wie hier XP vergeben werden, bothert mich ganz schön.
Bitte die Tür nicht zu. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das Spiel durcheinander kommt, wenn man häufiger lädt, dass manchmal dann Charaktere aus der Gruppe verschwinden. Na also, speichern. Belohnung für nichts geholt. Halt. Der Hund ist tot. Jetzt ist der Hund tot. Ja. Ah ne, da ist der Hund. Okay, dann können wir ja alle gehen. Keine Ahnung, liebe Leute. So, wir gehen da hoch. Gehen da hin. Ich hoffe, das war im Sinne von dieser Nixe. War einfach nur ein Zombie-Fürst. Ja, der war ziemlich böse. Der war auch ziemlich gemein. Aber es war nicht so wie... wie man erst befürchtet hat. Na, was sagst du? Die Sache ist geklärt. Es lag ein Monster in der Kiste. Der Zyklop, er ist tot. Nixe wirft freudig die Hände in die Luft. Du hast es geschafft. Das muss ich sofort meiner Familie erzählen. Wenn ich ihnen sage, was du getan hast, verstehen sie, dass nicht alle Fremden böse sind. Ja, ich bin zwar böse, aber manchmal tue ich auch böse Dinge aus anderen Gründen. Ein Zyklopen? Damit wäre sicher keiner von uns fertig geworden. Nee, glaube ich auch nicht. Ich würde sagen, du hast deine Belohnung verdient. Dankeschön. 300 Gold, Goldring, 2 Peridots, nochmal, nee, 300 Erfahrung, nochmal 647 Gold und Dialog beendet. Onwards! Die größte Belohnung war, dass der Dialog beendet war. Nein, Spaß. So, jetzt gucken wir mal, ob der Typ da immer noch ist. Noch ein oder zwei Leute, mit denen man hier vielleicht nochmal ein Wörtchen wechselt. Oh, warte mal, wir haben nochmal... nee, das ist noch der Segen. Wir haben Haggis und Segen auf uns drauf. Ich hab vergessen, dass wir diesen Haggis-Bonus noch haben. Ein Haggis-Bonus. So, Freundchen, bist du da oder bist du weg? Momentan zumindest nicht zu sehen. Nee, er ist einfach nicht da. Wir gehen da wieder runterwärts. Ich möchte gucken, ob ich nochmal mit diesen Leuten reden kann. Hunde. Nervt es die langsam, wie sie sind. Wir müssen eh bald rasten, wisst ihr, dann können wir jetzt auch mal ein bisschen rennen. Tut keinem weh. Und wir sind viel schneller. So, wir reden jetzt mal mit diesem komischen Händler da. Der erste, mit dem ich eigentlich reden will, in Anbetracht dessen, was wir da gerade eben erlebt haben. Der Brevis. Okay. Wohl. Das war's anscheinend schon, oder wie? Er hier? Nö. Auch nichts Näheres. Dann gehen wir mal da oben hin. Lassen wir das Gebiet mal aus der Richtung. Weiß nicht, ob wir dann noch irgendwie was entdecken. Ne, warte mal, vielleicht ist er zu seinem Haus gegangen. Ja, jetzt teilt euch halt auf. Das ist die beste... Halt. Well. Wer von euch hat was entdeckt? Hello there. Ekundayo. Lol. You can count on me. Wer von euch entdeckt denn da gerade eben lauter Kram? Depend on me. Irgendjemand entdeckt doch gerade eben hier lauter Kram. Das hier. Usa-Brücke. Gymnasien führen nach Norden. Okay, wieder was gefunden. Aber da war noch mal irgendwas gerade eben. Gerade eben noch mal Bing gemacht. Der Sachblut. 2000 Bing!
denn da 2000 Gold einfach so? Das ist doch grotesk. To you, I can't say no. Okay, Leute, kommt erstmal wieder alle zusammen. Das ist gerade eben grotesk, was hier gerade eben... Also wir sehen jetzt auf jeden Fall, dass hier irgendwelche Fußabdrücke nach Norden führen. Vielleicht war der kurz hier. Wir beobachten mal die ganze Sache. Nein, es führt ja nur nach... Die Rinde von dem Baum gefallen ist, deutet darauf hin, dass jemand mit erstaunlicher Geschicklichkeit über den Baum schon gelaufen ist. Und auf der anderen Seite des Baumstammes siehst du menschliche Fußabdrücke. Sie führen nach Norden. Okay. Ich habe anscheinend jetzt hier eine Verfolgungsjagd am Start. Nochmal eine Spur. Weitere Fußabdrücke führen nach Norden. Seltsamerweise sehen sie jetzt größer aus und haben etwa eine Reform. Oh. Ich ahne, dass das keine menschliche... Dass das ein irgendwas Drachisches ist oder noch schlimmer. Jetzt? Wie weit nach Norden kann sie noch gehen? Jetzt? Am Waldrand findest du einige unklare Spuren. Sie könnten von Füßen oder Pfoten stammen, aber es wäre schwierig, ihnen zu folgen. Komme ich jetzt hier wieder auf die Map? Gehen? Scheint komme ich jetzt auf die Map, aber... Es ist auf jeden Fall bis da oben hin weggelaufen. Was auch immer es war. Da. Silberstufenhain. Den haben wir jetzt entdeckt. Ach Gott, ich will doch hier gar nicht kämpfen. Ich will doch zu diesem komischen Hain. Ich glaube, da werden wir beim nächsten Mal hingehen müssen, um dieses Rätsel noch weiter zu lösen. I am superior! Ja, die totalen Superior. Also, wir sind Superior, das so leicht damit sagen, glaube ich. Also, hier hat jede Menge komische Protesten am laufenden Band. Bam! Ende Gelände, aus die Maus. Das ist ein billiges Schwert. Irgendwo war doch dieses komische Meisterschwert. Genau, das ist das einzige neben den Bögen, die irgendwas wert sind. Wir gehen direkt wieder zurück. Was kann ich mit diesen Fellen? Die kann ich irgendwie nie verkaufen. Ich finde es auch nicht mehr in meinem Inventar. Wo sind die hin? Wie konnte ich die doch verkaufen? Okay, ich kann anscheinend hier zurücklaufen. Ich kann nicht, dass es hier rüber geht. Ah, Cookie da. Anhalten und zurück. Und da rein. Silberstufenhain, da sind wir. Ich wette, da ist er hingegangen. Sieht zumindest so aus. Na, wir haben ja noch eine Minute. Wie groß ist denn das Gebiet? Überschaubar. Speichern wir? Ja, wir speichern. Wir gucken uns ganz schnell um. Nicht, dass wir etwas übersehen. Da ist auf jeden Fall nochmal Wölfe, wie man sieht. Wie oft kann ich das denn noch machen? Ich kann noch einmal. Ach komm, dann gehen wir jetzt hier mal ohne Hast in den Kampf. Ein Alpha-Borken. Nicht so gut. Let us strike as one. Not so good at all. Erstmal die da hinter uns wegmachen. Boah, wie hinterhältig. Das war ja mal richtig fies. Ich hasse es, wenn sowas passiert.
Unfassbar. So, Häuten mitnehmen. Be on guard. Häuten mitnehmen. Ich will das jetzt noch wissen, Leute. Onwards. Mindest so gut ich kann. Alles hier erstmal nochmal ganz kurz abchecken. Also wenn es jetzt hier natürlich nochmal eine Höhle gibt, dann werden wir das beim nächsten Mal dann in Angriff nehmen. Aber die paar Meter laufen wir noch. You follow. Ja, wieder. Oh, da ist wieder. Was? Okay, Leute, da ist Ivar. Das machen wir jetzt wirklich erst leider beim nächsten Mal. Wird wohl ein Gespräch werden. In dem Sinne, mach's gut. Eine schöne Zeit. Tschüss und Ade.